Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Unfinished Business. Ja, okay, ich hatte das letzte Mal ein bisschen voreilig aufgehört, ja, hatte ein bisschen, ja, blöden Grund gehabt, aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall diesen Part ein bisschen länger machen, weil länger aufnehmen. Damit sich das im Gegensatz zum vorherigen Part ein bisschen ausgleicht. Also mache ich jetzt 23 Minuten. Und letztes Mal waren es ja 17 Minuten. Ja. Alles klar. Gut. Dann. Ja. Gehen wir weiter. Ich wechsle den Speicherslot und gehen wir hier raus. Und wie aus dem Nichts ist jetzt hinter uns wieder ein Gitter erschien und hier ist irgendwo wieder eine Raubkatze in unserer Nähe. Das gefällt mir nicht, deswegen werden wir uns mal schnell hier verdünnisieren. Ja, und das war natürlich zu voreilig. Ach, scheiße, ey, Mann. Gibt's doch nicht. So, okay. Ja, das hätte ich aber auch eigentlich selbst wissen müssen. Wir müssen eigentlich von ganz oben machen. Aber ich dachte, es sei direkt hier vorne. Jetzt aber, komm. Ja. Gutes Mädchen. Okay, einmal hopp und einmal darauf, ne? Secret haben wir ja jetzt geholt. Das heißt, wir latschen darauf, ja. Das ist nämlich unser Hauptziel im Grunde. Und, Moment, bevor ich das mache, noch kurz eine kleine Sache gucken. Liegt hier nicht irgendwie noch was rum? Nee! I think not. Und wow, ja, okay. Nee, alles gut. Ich dachte, so wie ich das mache, wird es jetzt nicht gehen. Und hier, guck mal, wir haben jetzt einen netten Durchgang. Also eine Brücke haben wir gebaut durch das, ja. Ja, oder sie, oder die Katze hat es gebaut, weil wir jetzt ihr Areal betreten haben. Ob das jetzt eine Belohnung ist? Oder eine Falle? Ach komm. Wir denken mal nicht so negativ. Es ist mit Sicherheit eine Belohnung. So, okay. Jetzt speichern wir nochmal, genau. So, und ich habe mal wieder den düsteren Verdacht, dass hier ein Panther in der Nähe ist. Das kann nur so sein. Da! Ich hab's gewusst. Ich verschnellere tatsächlich das Spiel durch das Save-Staten. Das ist ja seltsam. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade ein neues Plugin vielleicht auch benutze gerade im Moment. Fällt mir jetzt gerade im Moment erst ein. Es ist aber im Grunde noch dasselbe, aber es hat jetzt einfach nur so ein kleines Unterplugin noch dazu. Und vielleicht hat es ja jetzt auch dieses, ja. Vielleicht ist es ja jetzt auch deswegen, ja. Gut. Naja, egal, weil dass das schneller läuft, das ist mir jetzt ehrlich gesagt neu. Ah! Oh. Ich habe ein Krokodil mit einer Schrotflinte abgeknallt. Das ist mir auch neu. Ah! Super. Ah! Weg von mir. Ey, nee, oder? Werde ich hier jetzt ewig stucken? Nein, das darf nicht sein. So, Problem Nummer 1 ist aus der Welt. Aber Problem Nummer 2 muss es auch noch herhalten. Aber muss noch gepunished werden oder sowas. So, ich hole dafür die Magnums, damit es auch schön schnell geht. Ey! Ihr sagt nicht, dass du jetzt 100 Jahre brauchst, um das Ziel zu erfassen. So, okay. Jetzt ist Ruhe im Stall und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also.
Kein Krokodil in der Nähe, das freut mich, dankeschön. Wir holen ein großes Medipack. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? 8. Wir haben 22 große und wir haben, glaube ich, 2 verwendet im ganzen gesamten Let's Play, oder? Bis jetzt von Unfinished Business. Ja, oder? Moment, ich guck noch mal kurz. Nee, absolut gar nichts ist hier, nur der Schalter. Für was anderes lohnt sich das Becken nicht. Naja. Ja, außer für Krokodil-Catchen noch. Aber sonst, nee, absolut gar nichts. Wer darauf steht, zumindest, ja. Gibt ja Leute, die haben Todesangst davor. Ist ja auch nachvollziehbar, aber ja. Für die mutigen Kämpfer unter uns, ja. Why not? So. Okay, Falltüre offen. Springen rauf. Ich springe hier weiter. Hier ist das andere Loch, die andere Falltür. Und hier müssen wir jetzt definitiv gleich rein. Aber lass mich noch kurz um die Ecke gucken. Hier muss doch irgendwas. Nee, hier liegt gar nichts. Und da kamen wir ja her, ne? Ja, können wir sein lassen. Gehen wir zurück. Und dann. Meine Wohnungstür, die wackelt die ganze Zeit. Irgendwie meine ich da würde ständig jemand reinkommen oder klopfen. Nee, klopfen hört sich bei mir anders an. So, okay. Oh. Oh, Leute, ich glaube, wir sind jetzt so fast so ziemlich am Ende von diesem Level. Aber wir werden uns jetzt noch wohl oder übel einem Secret auseinandersetzen müssen, das etwas Komplexes und Zeit in Anspruch nimmt. Wahrscheinlich werden wir noch nicht hundertprozentig fertig mit diesem Level, in diesem Part. Aber das ist ja alles halb so wild, oder? So. Irgendwie müssen wir jetzt da hinten diese Tür erstmal aufmachen für das Secret. Das ist, glaube ich, auch das Letzte. Ja, ich glaube, man muss einfach bei diesen mittleren Türen einfach kurz vor die Tür gehen. Und dann öffnet sich die Tür. Zeitbegrenzt. Und ja, halt so irgendwie. Jetzt. So, das ist auf jeden Fall Secret Nummer 4 oder so. Also das letzte Secret, was mir bekannt ist. Und ja, gut, die Tür ist wieder offen. Ja, und was das ganze Secret jetzt so anspruchsvoll macht, ist eben diese ganze Schiebearbeit. Und da muss man schon etwas genauer puzzeln. So, ich hatte das bei meinem letzten Let's Play ein bisschen verkackt und jetzt muss ich auch jetzt nochmal überlegen, wie mache ich das? Also es kann sein, dass ich das jetzt wahrscheinlich dass es länger dauern wird. Aber ich weiß, ich krieg das hin. Das ist. Ich habe das nämlich schon mal geschafft. So, das müssen wir jetzt irgendwie rausziehen. Aber. Nee. Hä? Quatsch. Nee. Also reindrücken ging nicht mehr. Weil da jetzt noch so ein anderes. So ein anderer Block war. Den müssen wir jetzt auch irgendwie rausquetschen. Ach ja. Dann machen wir es so. Vorübergehend. Wir schieben noch mal rein. Obwohl, ich hätte es auch mit dem anderen machen können. Egal. Scheiß drauf. Wir. Nee, Quatsch. Wisst ihr was? Wir müssen das sogar. Oh! Meine Güte! Hin und her. Ich kraft nichts mehr. Echt. Egal. Wir ziehen das jetzt noch kurz da hinten hin. Das müssen wir, glaube ich, ohnehin machen. Also, wir haben doch nichts falsch gemacht. War alles richtig bis jetzt. Jetzt ziehen wir.
Und jetzt schieben wir das Ding raus. Gut. Ich glaube, jetzt können wir hier nochmal schieben, genau, obwohl, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Schieben so klug ist. Also wir müssen es auf jeden Fall irgendwie rausziehen. Vielleicht mache ich das so. Moment, ich ziehe mal kurz und dann. Also wir haben dann noch einen Block. Ich kenne nicht die perfekte Strategie für dieses, für diese Schieberei, aber ich werde jetzt auch nicht irgendwie Glitches ausnutzen, um da jetzt durchzukommen. Okay, man kann die jetzt drücken. Aber man muss wohl oder übel es ziehen, weil jetzt kommen wir definitiv nicht weiter. Hier ist nämlich Dead End. So, ich glaube, jetzt müssen wir kurz für eine kurze Zeit den Weg versperren, der nach draußen führt. Kurzzeitig. Seid mutig, seid tapfer. Ihr kommt wieder raus. Dann noch einmal. Okay, gut. Grandios gemacht, Mädchen. Liebe Lara. Ziehen. Ihr habt wahrscheinlich diesen Sound genauso gerade schon. So krass eingeprägt wie ich gerade, so stark eingeprägt wie ich im Moment. Ah! Ja. Genau wie es bei mir gestern als Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 aufgenommen habe, mit Meister Kaio auch so war. Ja, ich war nämlich in Evolution Z und habe da nämlich ein paar Objekte zusammen fusioniert und da war auch Dialogfile hat sich ständig wiederholt, weil ich immer wieder dieselbe Option ausgewählt habe. Oh, Leute! Ich hoffe, der Part wird euch nicht allzu sehr auf die Nerven gehen. Ihr könnt noch gern überspringen oder so. Von mir ist ja. Aber ja, gut. Vielleicht ist dieser Part dann noch nicht off online. Wir werden sehen. Also, ja. Nee, hier haben wir alles. Das war das Secret und jetzt müssen wir einfach wieder einen Weg wieder raus finden oder schieben. In dem Fall. Ich glaube, ich schiebe einfach nochmal gerade dich hier rein, weil dich jetzt komplett nochmal reinzuschieben ist für mich jetzt, glaube ich, eher unsinnig. Erübrigt sich im Grunde eigentlich. So, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist nur noch der Weg nach draußen und dann haben wir es. Dann habt ihr Secret Nummer 4 geholt. Und ich glaube, es sind insgesamt 4 Secrets auch hier im Tempel der Katze drin. So. Wir schieben dich raus. Gott verdammt. Und so trainiert man auch hundertprozentig die Arme mit. Das ist gut. Sport ist gesund, liebe Zuschauer. Ziehen. Oh, ja, gähn ins Mikro. Genau. Nicht vorbildlich im Übrigen. Hashtag. Ja, Leute, ich glaube, es ist grundsätzlich nicht gut. Also, nee, also. Mich als. Weiß nicht. Mich als pädagogisch wertvoll zu bezeichnen, weiß nicht. Also, bin ich selbst ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht gut.
Zumindest jetzt nicht. Ich mache nämlich noch viel ziemlich oder sagen wir mal, ich rede eigentlich noch ziemlich viel unreifes Zeug in meine ins Mikrofon rein, in mein Let's Play, womöglich. Aber ich denke mal, ja, wie gesagt, da stütze ich mich jetzt einfach noch mal auf das Motto, ehemalige Motto von YouTube, Broadcast Yourself, man soll ja sich selbst ausstrahlen, ne? Und ja, aber natürlich so, dass man niemanden jetzt irgendwie zu Schaden lassen kommt. Durch, was weiß ich, durch Gewaltandrohung oder sowas. Also sowas, also das. Hallo? Sowas, für sowas missbraucht man keine Plattform, Videoplattform, die eigentlich auf Kunst spezialisiert ist oder so. Also, oder Medienkunst, ja. Gut, Leute, wir haben hier drei Türen. Eine davon für den sicheren Tod, das ist die hier. Deutlich zu erkennen an den Totenschädeln. An denen weichen wir einfach mal respektvoll aus. Mit vollem Respekt aus. Und öffnen diese Tür. Haltet die Waffen gezogen. Und mir ist so, als würde ich, sollte ich nochmal die Schrotflinte holen, ja. So. Wir bekommen jetzt schon wieder Gesellschaft. 100%iger Sicherheit. Ich weiß das einfach. Da ist nichts in den Zwischenräumen. Da! Ich wusste es! Wo kamst du her? Du kamst hier rechts aus dieser Lücke. Da war aber niemand. Bist du irgendwie aus dem Mund von diesem Pharao rausgesprungen? Ja, gut. Ich will jetzt irgendwie keine Pharaonen beleidigen oder so, ja. Geschweige denn Götter um Himmel. Ja, nur Mühe. Oh Gott, nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Mit Göttern scherzt man nicht. So. Okay, Moment. Oh! Willst du auch ein kleines Bussi-Bussi haben? So. So. Wie es nun mal der Forscherdrang so will, werde ich hier nochmal in alle Lücken gucken. Aber ich glaube, hier unten lag auch so ziemlich gar nichts. Daher. Ich glaube, hier grundsätzlich liegt irgendwie gar nicht so viel. Also so fast gar nichts. Vielleicht ein Item oder so. Nee, 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 nee. Es kommt bestimmt noch eine Katze, bestimmt. Ich weiß es einfach. Das sagt instinktiv. Da! Seht ihr? Mein Instinkt lässt mich nie im Stich. Nö. Absolut Pustekuchen hier. Überall. Hätten wir uns wahrscheinlich jetzt echt sparen können, aber. Moment, hier ist auch noch so dieser andere Raum. Hier ist aber nix. Nö. Gut. Hier wären wir von der anderen Seite reingekommen. Keine Katze. Das ist aber mega seltsam. Ich glaube, grundsätzlich ist es in diesem Level so, wenn man irgendwie eine Textur betritt, wo dieser Katzenkopf drauf abgebildet ist, triggert man automatisch ein Panther. Ich glaube, das ist doch sinngemäß eigentlich ein. Das ist einfach Sinnbild dieses Levels irgendwie. Wow! Okay.
Da brüllt jemand wieder mal ganz schön. So, wir haben ein Speicherkristall. Aber ich glaube, hier kommen jetzt zwei auf einmal irgendwie gleich. Das ist schon ein kleiner Wunder der technischen Natur oder so, ja. Ja, oder so, weiß nicht, ja. Oder der Erbauer, ja. Die diese PlayStation-Version geportet haben. So, wir kriegen hier Gesellschaft, ne? Ja. Ach, Entschuldigung, Panther, aber ich will es, ja. Will es nicht, aber du willst es. Ich will es nicht, aber du willst es, genau. Bitteschön. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Oder, ja. Ich sag das eigentlich gar nicht gern. Mann. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen ganz auf die andere Seite. Schätze ich mal ganz, ganz stark. So, wisst ihr was? Leute, ich mache das Level noch zu Ende. Denn das Level ist jetzt definitiv nicht mehr lang. Wir sind eigentlich so kurz vorm Ende. Dann haben wir auf jeden Fall die 23 Minuten locker ausgeglichen. Also die 20 Minuten locker ausgeglichen vom letzten Part. Die, ja, waren ja nur 17 Minuten. I'm sorry oder so. Ja, I'm sorry. Alles beim Gut, alles ist gut. Hat sich alles geregelt. Seht ihr? Gut, rauf, rauf. Jetzt noch. Ja, gut. So, ich bin mir ganz 100% sicher, hier ist kein Panther. Und da bin ich auch heilfroh drüber. Es fehlt jetzt noch ein einziger Panther, glaube ich, in diesem Level. Und dann haben wir... Oder es sind wahrscheinlich doch zwei. Ja. Ja, ich glaube, wir sind hier einfach unbefugt in ihr Heim eingedrungen. Oder in ihr Heiligtum, ja. Das ist wie das Heiligtum des Skion, nur für die Katzen. Denn das hier ist der Beweis. Guck mal. Das sieht doch definitiv nach etwas aus. Nach einem Kätzchen. Ja, nach einer Sphinx, aber Katze, ja, Katze. Vielleicht nehme ich das auch als Thumbnail. Werd mal sehen. Wäre eigentlich thematisch, von der Thematik her, am passendsten. So, hier in den Zwischenräumen ist auch gar nichts, bin ich mir 1000% sicher. Wenn nicht, wenn doch was da ist, tut's mir leid, wenn ihr es selber nachspielt, aber ja, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt noch in diese Zahnzwischenräume gucken. Obwohl, Leute, wenn ihr Zähne putzt, ja, auch immer schön die Zahnzwischenräume mit in Anspruch nehmen, reinigen, ja, mit Zahnseide oder solche Federstöpsel, die man jetzt auch irgendwie kaufen kann seit ein paar Jahren. Wenn ihr damit reingeht und es blutet, ja, dann habt ihr auf jeden Fall da voll viele Bakterien drin, ne? Ja, aber mit Sicherheit keine guten, ja. So, jetzt kommt noch ein Kätzchen, das weiß ich. Ich sag ständig Kätzchen. Hallo Kätzchen, da! Da, seht ihr? Der kommt jetzt auf uns zugestürmt. Stalker. Komm her. Das war eine scheiß Entscheidung. wisst ihr was, dann machen wir es eben nochmal Quickie. Och. So. Vier verdammte Schüsse, ey. Weißt du was, du kannst mich mal. So. Also, es ist aber genug hier. Vielleicht kann man hier noch... Oh, warte mal, das sieht irgendwie noch aus, als könnte man hier was... Hier unten irgendwas holen? Oder nicht? Nee, ich glaube, hier ist gar nichts. Das verwundert mich jetzt aber ein bisschen. Nee. Wisst ihr was? Wir gehen wieder rauf. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Also Secrets sind auf jeden Fall 100% alle eingesammelt. Hier war ich nämlich nie hier unten. Und ich hatte trotzdem im Endscreen 4 von 4 Secrets. Oder 3 von 3. Ich glaube, es waren entweder 3 von 3 oder 4 von 4. Irgendwas war das. Ich glaube, aber es waren 4. Also, aber ja, aber mich... beunruhigt es ein bisschen oder mich macht es ein bisschen stutzig, dass wir das letzte Mal schon 4 hatten, aber ich glaube, es war auch irgendwas mit 3 Secrets ein Level. Mit Ägypten, glaube ich. Oder bin ich jetzt... Oder bin ich jetzt nicht mehr ganz...
Ja, weiß nicht. Wird sich noch zeigen. Ist er jetzt gleich vorbei? So. Vorsicht. Zwei Katzen sind es definitiv noch. Und dann sind wir. Hier! Hol doch die Schrotflinte! Oh, Lara! Bist du dumm oder so? Ey, im Ernst? Ja, okay, du hast die Schrotflinte schon parat gehabt, aber trotzdem hättest du sie doch ziehen können, ey. Mädel, was soll ich noch mit dir machen? Gut. Gemeistert. Und jetzt noch hier. Eigentlich ist das auch eine super schöne Kameraperspektive für ein Thumbnail. Aber jetzt hat sie nämlich die Zunge rausgestreckt und das sieht irgendwie nicht so schön aus. So, jetzt liegt sie sogar in den Zähnen von der Katze oder in den Stacheln. Autsch, ja. Gut. Wir ziehen den Hebel. Und nun öffnet sich diese Tür. Ah! Oh, Leute, ich bin zu dumm für alles jetzt gerade. Und jetzt gehe ich einfach hier durch. Ist mir jetzt scheißegal, ob jetzt mich diese blöde Raubkatze noch in die Beißzange nimmt. Bye, bye. Ich mache für immer die Biege. Tschüssi. Lauf! Lauf, Lara, lauf! Jetzt können wir zwar jetzt nicht mehr die Landschaft so wirklich genießen, aber. Ja, schön. Findet ihr nicht? Gut. Hier ist Level Ende. Ach, oh, gut, wenn ich das schon im ersten Blick so sehe. Wahnsinn. Tempel der Katze. Temple of the Cat. 40 Gegner haben wir gekillt. 63 Items haben wir. Oder wir haben 40 Gegner erlegt, ja. Oder besiegt. Für die sanfteren Gemüter unter uns, ja. Pickups haben wir 63. Also Items haben wir 63 Aufgaben. Wow, ey, so viel? Junge, okay. Und es sind tatsächlich vier Secrets. Vier von vier Secrets haben wir eingesammelt. Und 1 Stunde und 10 Minuten, 58 Sekunden haben wir gebraucht, um das Level zu meistern. Wenn wir noch ein paar Sekunden gewartet hätten, dann hätten wir überall 1, 1, 1, 1, 1. Hätten wir nur Einser gehabt. Ah, wie in der Schule, ja. Aber gut, wir sind ja Gott sei Dank jetzt nicht in der Schule, sondern im Real Life, aber im Chill-Modus. So, genau. Und das Real Life im Aktivmodus kann auch jetzt mal ein paar Minuten warten, ne? Dafür dienen diese Let's Plays zum Auschillen. So, gut. Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir dann ein neues Kapitel aufschlagen, okay? In Unfinished Business. Wir kehren nämlich nochmal an einen kleinen Ort zurück, wo wir schon mal waren. Aber mehr wird noch nicht verraten. Wir sehen uns das nächste Mal dann woanders. Bis zum nächsten Mal, euer Team Wester von Ciao. Und die Zeit, meine Fresse, das ist so lang, das Level. Und so viel lange haben diese Typen im Tomb Raider 1 Lösungsbuch gebraucht, um den Palast des Midas zu schaffen. Und wie viel hatte ich? Eine halbe Stunde. What the hell? Noobs. Oder was? Nee. Tschüss. War nicht. Tschüss. Scheiß drauf.